Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Christoph Saring und heute gibt es wieder mal etwas zum Thema TeamDrive. Diesmal mal nicht auf Windows, sondern auf macOS und zwar speziell zu dem Punkt virtuelles Dateisystem. Obligatorisch wie immer, wenn euch das Video gefällt, dann abonniert doch meinen Channel und ihr könnt natürlich auch noch das Glöckchen nutzen, um zum nächsten Beitrag einfach einen Hinweis zu bekommen. So, ich habe hier unter macOS 10.15, die aktuelle Version sozusagen, im Moment habe ich schon mal einen TeamDrive installiert und ich habe hier auch schon einen Space erzeugt. So, unter Windows kennen wir das ja, wenn man nichts abgewählt hat bei der Installation, dass man hier jetzt auf Info geht und dann kann man hier im Space-Ort bestimmen, ob dieser Space im virtuellen Dateisystem geöffnet wird oder ob der lokal synchronisiert wird. So, und zwar ist das so, dass mit dem Installer den TeamDrive ausliefert, nicht automatisch dieses virtuelle Laufwerk oder virtuelle Dateisystem mit zum Installieren angeboten wird. Das liegt daran, dass das ein Drittanbieterprodukt ist, was durch TeamDrive mitgenutzt wird und aus Gründen oder lizenztechnischen Gründen kann TeamDrive das nicht mit standardmäßig ausliefern. So. Den Hinweis findet man aber auf der Webseite von TeamDrive. Das heißt, man geht einfach mal auf die Seite. Und dann findet man in dem Bereich FAQ die entsprechenden Hinweise. Und hier sehen wir schon den Punkt virtuelles Dateisystem. So, dann machen wir das hier einfach mal auf. Ein bisschen runter. So, Fusion Installer vom Mac. Dann gehen wir nochmal auf die zweite Seite und dann sehen wir hier erstmal diesen Hinweis, dass sozusagen Stand heute, 5.7.2020, man die Version 3.10.6 oder höher installieren sollte. So, es gibt schon bereits eine neue Version und zwar gibt es schon die Version 3.11.0. So, die nehmen wir jetzt einfach mal. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal zurück. Und, nee, Quatsch, war schon richtig. Das heißt, wir gehen einfach mal hier runter und nehmen natürlich hier die DMG. So, laden die mal runter. Eigentlich Quatsch, ich habe die erst schon heruntergeladen. Das heißt, ich kann das hier mal abbrechen und gehe hier in meinen Download-Ordner. Also das ist jetzt gerade der Download, den ich jetzt gerade eben angestoßen habe, der jetzt nicht beendet wurde. Und wir nehmen jetzt einfach mal den, der schon fertig ist. So, dann bekommen wir hier so ein Fensterchen mit Lizenzinformationen, dann hier natürlich den Installer und in den Extras drin finden wir dann nochmal Füße für Linux, Füße für macOS, die Webseiten des Herstellers oder des Programmierers oder Entwicklers, wie man es nennen will und natürlich hier den Uninstaller. Brauchen wir jetzt alles nicht, wir nehmen jetzt einfach mal den Installer. So, natürlich wollen wir hier das alles akzeptieren, fortfahren, wir akzeptieren noch alles. Das kann man alles so lassen, also man muss jetzt nicht noch diese MacFusion Kompatibilitätsansicht mit installieren und man könnte jetzt den Ort noch, aber das lasse ich jetzt auch einmal alles. Und wir müssen uns natürlich verifizieren, auch wenn ich hier auf dem Gerät jetzt als Administrator angemeldet bin oder mit Adminrechten angemeldet bin, fragt er trotzdem nochmal nach dem Passwort, weil natürlich am System Veränderungen passieren. So, das heißt, wir nehmen jetzt hier unser Admin-Passwort und schon ist die Installation fertig. So, wir können das jetzt im Papierkorb legen oder wir können das jetzt auch behalten. Wir machen das jetzt mal zu und es kann natürlich sein, wenn man
das jetzt unter 10.15 oder neuer installiert, dass dann das Sicherheitscenter sich anmeldet. Das sollte man dann mal öffnen. Und zwar steht hier unten in dem Bereich dann, ob man denn das wirklich öffnen will. Das heißt, man muss hier dieses das Schloss öffnen, dann auch wie, sich wieder mit dem entsprechenden Administratorpasswort verifizieren. So, und dann erscheint hier ungefähr ein Button, wo man dennoch öffnen oder öffnen dran stehen hat und einfach draufklicken. So, dann wird auch dieses Fusion erst richtig gestartet. So, danach natürlich wieder alles zu und kann man schließen. So, jetzt müssen wir das TeamDrive nochmal beenden und mit dem Neustart von TeamDrive erkennt TeamDrive, dass dieses virtuelle Dateisystem installiert ist. So, das heißt, wir haben ja hier jetzt unseren Space. So, und wir sehen ja hier, das ist jetzt der Ordner Spaces, den TeamDrive alleine anlegt, wenn man einen neuen Space über den Client erstellt. So, das heißt, alle Spaces fallen automatisch hier rein. Hier habe ich schon ein bisschen rumgespielt, deshalb sind hier ein paar drin. So, die sind jetzt alle lokal gespeichert. So, jetzt können wir hier in den Space reingehen. Also unabhängig davon, dass man natürlich jeden Ordner im Dateisystem auch zu einem Space machen kann. Aber wie gesagt, das sind die Spaces, die hier im Programm selber erzeugt werden und nicht über das Kontextmenü und Dienste zu Space konvertieren. So, jetzt gehen wir hier mal auf Infos und Space Ort und jetzt sehen wir hier einen zusätzlichen Schalter, den schalten wir jetzt mal ein. Schieben. Und jetzt haben wir gerade gesehen, da ist hier ein neuer Punkt hereingekommen. Da kann das auch wieder sein, dass das Sicherheitscenter mal kurz schreit, muss man dann sozusagen positiv akzeptieren, beziehungsweise in den Sicherheitseinstellungen das genehmigen, dass TeamDrive sozusagen Zugriff auf Netzlaufwerke haben darf, weil das als Netzlaufwerk gilt, das Ganze. So, das heißt, wir gehen jetzt hier rein. Das heißt, der Ordner Wirt-Test ist hier nicht mehr drin. Der ist hier jetzt drin. So, jetzt machen wir mal auf. Ich wollte es ja gern mit Symbolen haben. Jetzt haben wir es. So, jetzt hat er hier, haben wir jetzt hier einige Ordner. Und wir sehen, der ist grau, das heißt, den gibt es nicht lokal. Und wir sehen, die sind grün und die gibt es lokal. Der hat die jetzt natürlich verschoben im Dateisystem. Deshalb sind die jetzt hier auch noch grün. Also das heißt, das sind jetzt nicht keine neu heruntergeladenen Dateien. Man könnte die jetzt hier auch mit Control und rechts antippen, das Touchpad oder die Maus, kann man die jetzt hier lokal löschen. Das heißt, jetzt ist diese RTF-Datei nicht mehr lokal, sondern die ist nur noch auf dem Server. Wenn man die natürlich dann öffnen möchte, dann klickt man die doppelt und dann wird die sofort wieder heruntergeladen. So, jetzt will man natürlich die heruntergeladenen Dateien nicht immer wieder bereinigen, sondern man möchte ja, dass die sich allein wieder aufräumen. Und das hat man dann hier, das heißt, für den, der es jetzt nicht gesehen hat, hier oben ist so ein kleines Zahnrad, das ist in der Windows-Version genauso. Und dann hat man hier den Punkt Space. So, und hier unten gibt es eine Einstellung, da kann man das automatisch aufräumen, ein- und ausschalten. Und hier kann man den einstellen, in welchen Intervall man aufgeräumt haben will. Das heißt, ich tue das meistens in 15 Minuten Takt machen. So, das war jetzt eigentlich schon alles. Das heißt, man kann das jetzt mal zumachen. So, dann würde hier nach einer Weile würden die Dateien dann hier verschwinden. Also 15 Minuten müssten wir jetzt hier warten,
Hatten wir nicht. Vielleicht würde ich am Ende das nochmal ein bisschen beschleunigen. So, im Großen und Ganzen war das jetzt schon alles. Ich will jetzt bloß nochmal erklären, warum man denn diese Spielerei mit diesem virtuellen Dateisystem überhaupt macht. Und zwar, wenn man zum Beispiel Grafiker ist oder irgendwelche Projekte macht. So, irgendwann hat man ja auf seinem Mobilgerät nicht mehr genug Speicher, um alle Projekte lokal zu halten. So, viele Projekte sind aber abgeschlossen und man braucht nur sporadisch hin und wieder mal diese oder jene Datei aus dem Projekt. So, dann entfernt man die durch dieses Verschieben in das virtuelle Dateisystem von der lokalen Festplatte und hat aber trotzdem die Möglichkeit, hier innerhalb des Ordners, der ja virtuell ist, nach Dateinamen und Ordnern zu suchen. Ich hoffe, ich habe euch wieder ein bisschen geholfen. Wie gesagt, abonniert meinen Channel und ansonsten wünsche ich einen guten Start in die neue Woche und natürlich bleibt alle gesund. Ihr wisst, Corona ist noch nicht vorbei. Bis dahin, euer Christoph. Tschüss.